Hallo und herzlich willkommen bei mir, Davelia the Gamer. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuesten Video. Sollte es euch gefallen, lasst gerne ein Like oder Abo da. Und wenn ihr mich mal live erleben wollt, dann folgt mir auf Twitch. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Oh. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Das klingt gut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Ja, vielen Dank dafür. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Das ist natürlich Davelia the Company. The Gaming Company wäre vielleicht ganz lustig. Ah, leider zu lang. Ah, dann machen wir Davelia the Company. Danke, aber ich muss auch ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Ja, ein Firmenlogo. Die Qual der Wahl immer. Ich würde hier direkt einen Affen wählen, aber gibt es nicht. Nehmen wir doch hier so den hier. Der ist so ähnlich. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Wählen Sie einen Sektor. Ja. Machen wir, glaube ich, einfach mal random hier so ein bisschen... Den? Ja, das sieht nett aus mit der Brücke, das nehmen wir. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. So, dann nehmen wir mal fortgeschritten. Auf geht's. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Na, wer ist denn das? Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Sam, wo? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ich frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant. Boah, sieht echt nett aus immer noch, der Teil. Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Protokoll verlangt, dass sie in diesem Gebiet einen Raumhafen errichten. Das kriegen wir hin. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Einfach ein bisschen starten hier. Wie war das? B ist bauen, S ist Straße. Ja, Straße, gut. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Machen wir hier so. Jemand hat Arbeiter gerufen? C ist Copy. Ja gut, wie das hier hinhaut, weiß ich sowieso noch nicht. Aber, ja, jetzt machen wir hier die Linie. So, und die nehmen wir wieder weg. So, dann schauen wir mal. Was brauchen wir denn? Arbeiter, eine Reisfarm, Sonnenblumenfarm und Biopolymerfabrik. Na gut, okay, klar. Wir haben hier ordentlich Platz auf der Insel. Das heißt, wir können hier durchaus ein bisschen weiter nach hinten ziehen erstmal. Einmal ausmessen. Da. Da, dann kommt hier wieder eine Straße.
Klack. Ja, dann können wir hier die Straße ziehen auf der Ebene. Ach, dann schließen wir hier doch direkt die Brücke an. Neue Gebäudearten verfügbar. Jo, und hier hinten werden wir dann unser Zeugs, was wir so brauchen, anbauen. Sonnenblumenfarm brauchen wir. Biopolymer. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Und ein bisschen was zu essen. Organische Nahrung wird. Genau, wir brauchen aber auf jeden Fall hier. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Ein Transportzentrum, weil die Wege sehr weit sind, sonst wird das halt nicht funktionieren. Und wir brauchen ein bisschen was Windtechnisches. So. Haben wir das auch schon mal. Und dann eskalieren wir hier mal weiter. Na, müssen ein bisschen warten, bis die Ressourcen wieder voll sind. Genau, ja, 25 Wohnhäuser und, ja, 50 Einwohner ist das Ziel. Meine Wirtschaft läuft momentan noch nicht so gut. Ich denke aber, dass wir ressourcenmäßig, ja, okay. Lassen Sie uns über die nächsten Schritte sprechen. Brauchen ein bisschen mehr Bioharz, also bauen wir davon noch eine. Von den, nee, das ist die Reisfarm, das ist Strom. Die Sonnenblumenfarm, die stellt Bioharze her, genau. Haben wir da noch eine zweite von? Genau. Jetzt dürfte das hier ausgewogen sein. Ja, sieht gut aus. Allerdings brauchen wir noch weitere Arbeiter. So, das müsste eigentlich reichen. Ihre Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Achtung! Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ja, ja. Alles cool. Ich habe nichts dagegen, hier zu arbeiten. Ich glaube, wenn ich die ausbaue, dann habe ich die Möglichkeit, auch größere Häuser zu bauen. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, die wollen jetzt natürlich Sachen haben. Wasser und Informationen. Informationen gibt es erst später, aber Wasser können wir schon mal besorgen. Die Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, kriegen wir. Verschlechtert die Produktivität. Chill, Marie. Chill. Ja, sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Genau, Informationen, wie war das hier? Okay, da brauchen wir noch ein paar mehr Gebäude für. Dann ziehe ich hier auch nochmal wieder einen rüber. Kann sich das alles ein bisschen besser verteilen. So, neue Firmenstufe. Neue Erfolgsebene erreicht. Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Ja, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Dann stacken wir hier noch ein bisschen. Wie sieht's aus? Ein bisschen Nahrung. Wir brauchen mehr zu essen. Kein Ding, neue Reisform, neues Glück. Ein bisschen Strom. Da. Okay, sobald genug Biopolymere da sind. Da sind sie. ...150 haben wir jetzt. Also brauchen wir noch ein paar mehr. Das zieht sich jetzt ein bisschen, aber kein Problem. Wieder zwei. Bisschen Nahrung im Blick behalten, sieht gut aus. Wasser sieht auch gut aus. Hm.
Sobald ich die Administratoren dann habe, werde ich auch die nächste Gebäudestufe nutzen. Die sind größer, die sind 4 groß quasi, 4 normale. Ist halt einfacher mitzubauen, ne? Also ganz kleine, friemelige Gebäude. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Genau, jetzt haben wir auch keine negative Bilanz mehr. Immer wichtig, genügend Einwohner zu haben, die dann die Wirtschaft auch ankurbeln. 8, 16, ja, das könnte noch... So einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Die steigt zu Anfang schnell und später dann relativ langsam nur noch. Na komm, bauen wir noch ein. Jetzt müsste es reichen. Immer noch genug zu trinken und zu essen, wunderbar. Warten wir noch kurz 2 Einwohner ab. In meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Ja gut, komm. So, jetzt aber hier. Infozentrum, wir kommen. Bauoptionen erweitert. Ich überlege gerade, ob ich für die Biopolymere noch was baue, damit das ein bisschen schneller geht. Mal gucken. Vielleicht kommt da noch was. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Gönnt euch gleich noch eins. Und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert mich gerne. Und wenn ihr mich mal live erleben wollt, dann folgt mir auf Twitch. Bis bald, euer Davelia the Gamer.